Radiogeschichten. Präsentiert von Gudrun Hamböck. Die Sie herzlich zu einer Radiogeschichte im Rahmen der Ö1 Gartentage begrüßt. Eine Sonderform der Gartenkunst und immer auch ein Garten im Garten ist der Irrgarten. Seit der Renaissance erlaubt sich der Mensch das Angstvergnügen des Sich-Verlierens in einem grünen Labyrinth. Der Park, in dem unsere heutige Geschichte spielt, weist ebenfalls ein solches auf. Labyrinthisch verlaufen aber auch die Beziehungen der Protagonisten zueinander, einer Gruppe junger Menschen. Deren schwächstes Mitglied strapaziert schon eine Weile die Geduld der anderen. Und wie von selbst manifestiert sich ein gar nicht wirklich bewusster Wunsch in einem bösen Scherz. Die 2015 verstorbene deutsche Schriftstellerin Gabriele Wohmann verstand sich auf die unspektakuläre Analyse des bundesdeutschen Alltags. Immer wieder ist es die Sphäre des Privaten, in der sich unter Wohmanns scharfen Blick das Ungeheuerliche auftut. So auch in der jetzt zu hörenden Geschichte mit dem Titel »Im Irrgarten«. Es liest Michu Fries. Es war ein Tag, den niemand von uns je vergessen wird. Kein Wunder. Und zwar nicht, weil Robert eine Wespe verschluckte. Das hielt ihn erfreulicherweise eine Weile davon ab, in Terrys Ausschnitt zu starren. Und nicht wegen der Modellbootregatta. Oder weil Schops die Schafe mit Papierschnitzeln fütterte, um sie zu necken. Und nicht wegen all der vielen anderen kleinen Sonntagsdinge, selbstverständlich nicht. Den, der die Geschichte kennt, wird es nicht erstaunen, weshalb für uns alle, für Robert und mich und für Elsa und sogar für die leichtlebige Terry dieser Sonntag damals im Spätsommer herausfällt aus der Kette aller Tage und Wochen und Monate. Nein, es kann keinen wundern. Die Polizei hat übrigens nicht das Geringste ausrichten können. Alle Nachforschungen ergaben nur, dass die Verantwortlichkeit für das Geschehnis außerhalb der Wirklichkeit und des menschlichen Vermögens gesucht werden müsse. Und das Komische, ja das Hinterhältige war, dass nichts uns warnte. Kein Zeichen, keine Andeutung. Alles war wie immer, bis zu dem Augenblick, in dem wir hintereinander uns durch den schmalen Eingang des Irrgartens drängten. Nein, auch da war alles noch wie immer. Und es hörte erst dann auf, wie immer zu sein, als es geschah. Das heißt, als wir merkten, dass es geschehen war. Denn Elsas Picknick schmeckte wie immer. Und Schops trottete gutmütig daher wie immer und bezahlte all die Eintrittsgebühren. Es sollte ein schöner Sonntag für ihn werden. Darüber waren wir alle uns einig und deshalb hatten wir beschlossen, nicht in die Heidehügel zu gehen, wo es nichts zu sehen gibt außer der Silberbirkenschonung, wenig Spaziergänger und nur noch selten Segelflieger und nur wenn das Wetter günstig ist. Ein Tag, den wir nicht vergessen können, der immer wieder auftauchen wird aus diesem Strom heißer Feriensonntage, und leider nicht, weil etwas geschehen wäre, das wir mit einem Namen benennen könnten. Robert besteht darauf, dass wir endlich aufhören sollen, noch länger darüber nachzugrübeln. Ich glaube, er hält den Fall eigentlich für verabredet, fürchte er verdächtigt Elsa. Oft genug bekam sie die Frage zu hören, war ihre Ehe glücklich? Und ihre Art, Ja zu sagen, war ehrlich, ganz uneitel, ganz nackt. Glücklich nicht, wie Terry und Robert und wahrscheinlich auch ich das verstehen. Glücklich war sie, weil sie Schops voll Mitleid gern hatte. Aber Leute wie wir, die eine unerbittliche Hoffnung haben nach etwas Verstiegenem, Hochfliegendem, würden uns von so einem Gefühl nicht zufriedenstellen lassen. Der Tag fing harmlos an, wie alle anderen. Elsa machte Robert und mir, wir waren aus dem gleichen Bus gekommen, die Tür auf,
frisch und hell im Sommerkleid und sogar geschminkt, das krause Haar mit Puder aufgebauscht. Durch den langen, dunklen Flur, der leicht ansteigt nach der Haustür hin, kam Schops. Ich sehe das noch oft vor mir, wie er da aus seiner geliebten Küche heraufkam in das matte, grüne Licht aus der Eingangstür. Hätte er die doch nie aufgemacht für diesen Sonntag. Ja, er hatte sein Lieblingshemd an. Das wurde nachher alles genau festgelegt. Das beige Hemd, das mit dem Gummizug im Bund, das er über der Hose tragen konnte. Und darunter Hosenträger, dick gefüttert, sauber, die Eintrittsmünzen klimperten in den Taschen. Wir saßen im Zimmer nach der Straße zu in den weinroten Sonntagsmöbeln, um auf Terry zu warten. Deswegen fällt mir auch so wenig oder nichts ein, wenn ich mich darauf zu besinnen versuche, ob an Schops oder auch an Elsa etwas Besonderes schon auf das Ereignis hinwies. Deswegen, weil ich schon wieder einmal darauf hoffte, Terry würde nicht kommen, würde absagen und ich hätte Robert für mich. Ja, und dann war es natürlich Robert selbst, der mich ablenkte. Wenn ein Mann wie Robert im Zimmer ist, kann mit 100 Schopsen das Ungewöhnlichste geschehen und man merkt es nicht. Aber selbstverständlich kam Terry und selbstverständlich war sie wieder hübscher, als man vom letzten Mal her behalten hatte und selbstverständlich mit tiefem, beutelndem Ausschnitt und umweht von ihrem rauen Parfum, das sie so überlegen macht, wenn sie unsere schläfrige Unterhaltung aufstört. Robert und Schops übernahmen die Picknicksäcke und wir sagten dem Vogel Tino leb wohl. Natürlich gelang es Robert, im Bus den Platz neben Terry zu erwischen und dazu noch sich zu gebärden, als handle es sich um eine Geste der Höflichkeit. Aber ich konnte gut sehen, dass er nur darauf erpicht war, Terrys hüpfende Bluse zu betrachten. Beauregard-Park, bunt gescheckt von Sommerkleidern, hellen Hemden, den Segeln der Modellboote. Wir fanden eine Bank im Schatten von zwei ineinandergewachsenen Eichen. Und Robert passierte das Unglück mit der Wespe, die auf seinem Käse gesessen hatte. Schops hockte am Bach, hielt die Seile, an denen die Bierflaschenhälse festgebunden waren. Jetzt bin ich zufrieden bei dem Gedanken, dass ich mich einen Augenblick neben ihn setzte. Und damals tat ich es nur aus Ärger über Robert und Terry. Elsa packte die Picknickreste ein, legte sich ins Gras und Terry kümmerte sich sehr um Robert. Schops qualmte seine zahllosen Zigaretten, um die Langeweile zu vertreiben. Ich weiß noch sein feistes, wulstiges Gesicht, schwitzend rot, aber gewiss nicht verändert, gewiss unbefleckt von jeder Vorbedeutung. Elsa mit dem Ausdruck erster Verdrossenheit, denn eigentlich hat nach dem Picknick schon jeder genug, jeder spürt seine Nerven, borstige Grasschöpfe und die Erde runzlig, das Licht zu hell und man soll unaufhörlich miteinander reden und lachen, es ist zu viel. Doch taten wir es ja hauptsächlich Schops zuliebe. Wir glaubten wirklich, ihm eine Freude zu machen mit diesen Sonntagen im Beauregard-Park. Waren wir also blind? Konnten wir nicht sehen, dass er sich langweilte? Doch. Aber er schien diese Langeweile zu schätzen, die Langeweile des Beauregard-Parks. Nicht die der Heidehügel, deren verblichene, öde Weite ihn wahrscheinlich erschreckte. Es schien ihm Spaß zu machen, am trödelnden Bach seine Zigaretten zu rauchen und ab und zu ein bisschen einzuschlafen und wieder aufzuwachen, wenn zum Beispiel ein Rudel Enten ans Ufer patschte und zu ihm hinwackelte. Dann warf er Brotbröckel ins Geschnatter, zwang uns alle hinzusehen und es sehr komisch zu finden. An jenem Sonntag sahen wir dem Wettrennen der Modellsegelboote zu. In kniehohen Gummistiefeln warteten die Bastler neben ihren Schiffen her. Wir blieben wirklich nur stehen, um Schops den Spaß zu machen. Es kam vielleicht überhaupt von dieser Langeweile und weil wir es gut mit Schops meinten, dass wir auf den kleinen Spaß verfielen. Vielleicht täuschten wir uns auch. Die Langeweile müsse für Schops am schlimmsten sein, einfach nur so im Gras zu liegen und in der Sonne. Dass gerade Elsa, die ihn nach 12 Jahren Ehe hätte kennen müssen, den Spaß als erste anregte, nachdem es heraus war, kam es uns so vor, als wäre es unser eigener Gedanke gewesen. Dass auch Elsa es war, die den genaueren Plan entwarf, hat Robert noch misstrauischer gegen sie werden lassen.
Er redet manchmal von Absicht, spricht das Wort Spaß merkwürdig aus. Ins Gewächshaus konnte Schops wegen seines Asthmas nicht mitkommen. Und obwohl wir die Pflanzen längst kannten, gingen wir zu viert hinein nach wortlosem Einverständnis. Das war, bevor der Scherz überhaupt erwähnt wurde. Und folglich musste er unser aller Gedanke gewesen sein. Und es ist ungerecht, ihn Elsa, die nur als erste den Mund aufmachte, allein zuzuschieben. Denn nichts war verabredet, als wir plötzlich und stumm übereinkamen, Schops draußen auf der Bank zu lassen und uns drin in der dampfenden Schwüle der Glashaustropen zusammenzutun, ohne Schops. Nur unsere Gnade hatte ihn bei uns geduldet. Er gehörte nicht dazu. Er gehörte auch nicht zu Elsa. Es mag uns wohl damals im Gewächshaus klar geworden sein, dass jenes schamvolle Mitleid, das wir immer wie einen Schutzschleier um Schops gehüllt hatten, gerechterweise Elsa zukam. Denn hatte er nicht mit seiner deftigen, gutmütigen Dummheit ihr Leben verdorben? Verdarb er nicht nun auch uns dreien die Sonntage, indem er uns Schuld und Erbarmen empfinden ließ? Und so wird uns wohl der kleine Spaß eingefallen sein. Schops zeigte sich, wie wir es erwartet hatten, sehr erfreut über unseren Vorschlag. Er liebte den Irrgarten. Er war traurig, als vor ein paar Wochen auf dem Heimweg von Beauregard Park Elsa verkündet hatte, da der Irrgarten außer Schops niemandem mehr Spaß zu machen scheine, könne man in Zukunft auf ihn verzichten. Robert und Terry drückten sich nur noch auf den leichten Wegen, die von niedrigen Hecken abgegrenzt waren, in der Nähe des Ausgangs herum. Und Schops würde sich schön blamieren, wenn er als der Älteste sich an die kindischsten Vergnügungen klammern wolle. Eine Zeit lang hatten wir darin gewetteifert, wer von uns am schnellsten zum Ausgang fände, aber das war sowieso lange her. Natürlich musste diesmal Schops vorangehen. Wir trugen ihm auf, einen besonders komplizierten und langwierigen Weg zu beschreiten. Es ist jetzt hinterher wahrhaftig eine Beruhigung für uns alle, dass er noch so viel Spaß gehabt hat durch unseren Vorschlag. Wir können ihn noch sehen, wie er eifrig, breit, wichtigtuend dem Pfad entlang ging. Immer tiefer hinein, stolz und gut gelaunt, der Speckfurchennacken und der stramme Rücken in der beige leuchtenden Hemdbluse. Gut, dass wir uns an dieses Bild noch erinnern. Aber dass wir uns leider vorstellen können, wie er seinen munteren Marsch fortsetzte, ohne davon zu wissen, wie wir, einer nach dem anderen, uns zurückstahlen. Er hörte ja schwer, vermisste unsere Schritte nicht, dass wir ihn immer weiter so eindringen sehen müssen in den grünen Schacht, das ist keineswegs tröstlich. Oft wurde Elsa gefragt von Verwaltern, Polizisten, Nachbarn, hatten sie ihren Mann auch früher schon vorausgehen lassen und war er imstande, den Ausgang zu finden? Wir alle vier wissen darauf keine rechte Antwort, können uns nicht genau entsinnen. Gewiss, Schops ging oft an der Spitze unseres Trupps, doch lösten wir ihn später nicht immer ab. Fest steht bedauerlicherweise, dass wir nicht recht sicher sind. Es war ein langes, zuerst gelangweiltes, dann besorgtes, endlich verzweifeltes Warten vor dem Schwinggitter, als es kühler zu werden anfing, als der Park sich leerte, als Stimmen sich verloren, so dass wir wenigstens Aussicht hatten, Schops mit unseren Rufen zu erreichen. Als der Mann sich aus seinem Kassenkäfig klappte, als er schließlich, weil der Park geschlossen werden musste, die Verwaltung herbeiholte und als dann auch noch die Polizei eintraf und ein Sachverständiger für Irrgärten. Sie alle drangen ein, durchkämmten die schmalen Pfade, auf die der Buchsbaum die Schatten der Nacht breitete, so dass die Suchaktion bis zum anderen Morgen eingestellt werden musste. Doch über die Suchenden stiegen unsere Rufe, über die grün vermauerten Windungen seines Verlieses. Er hätte sie doch hören müssen. Und wir die Seinen. Oder rief er nicht? Ja, warum rief er denn nicht? Von unserer Seite aus blieb wirklich nichts unversucht. Sie legten einen Papierschnitzelweg an, doch wo sollten sie ihn enden lassen?
So waren am Schluss alle Wege mit Schnitzeln bestreut und nichts hatte sich damit verbessern lassen. Dann machten sie sich zu 12 auf, jeder bekam seinen Posten, von dem aus er seinen Pfad von der einen bis zur anderen Windung im Auge haben konnte. Und schließlich wurde beschlossen, den Irrgarten zu zerstören, die Hecken niederzureißen. Doch da erhob Elsa Einspruch. Wenn man ihn jetzt noch fände, das brachte sie vor, wäre er doch tot. Warum ihn nicht ruhen lassen? In Wahrheit aber glaubte niemand, der von der ganzen Sache wusste, man könne Schops noch finden, auch seine Leiche nicht. Zum Beispiel konnte der Mann an der Kasse seine Behauptung, Schops habe den Irrgarten nicht verlassen, vor der Polizei nicht aufrechterhalten. Er hatte zu viel zu tun an jenem Nachmittag, um jeden Besucher zu bemerken. Und außerdem ist der Irrgarten von Beauregard Park nicht so verwickelt angelegt. Selbst ein Mann wie Schops hätte sich wenigstens am Abend des nächsten Tages herausfinden müssen. Schops war nicht mehr da. Ob wir das gewollt hatten? Es lag nichts gegen ihn vor, nichts gegen uns. Es war alles wie immer, als wir ihn allein auf der Bank ließen, den kleinen Spaß überlegten. Vielleicht bringt der Winter uns Schops zurück. Ihn im nächsten Sommer wieder bei uns zu haben, das wäre nett und beruhigend. Ich glaube, wir wünschen es uns. Wenn wir es nur ganz genau wüssten. Michou Fries las die Kurzgeschichte Im Irrgarten von Gabriele Wohmann. Von ihren ersten Veröffentlichungen in den 1950ern bis zu ihrem Tod im Alter von 83 Jahren schrieb Wohmann Gedichte, Hör- und Fernsehspiele sowie zahlreiche Romane und hunderte von Erzählungen, in denen sie das politische Bewusstsein der 1960er Jahre mit der neuen Innerlichkeit der 70er verband. Vor allem die traditionelle Paarbeziehung nahm sie in scheinbar harmlosem Plauderton auseinander. Die frühe Erzählung Im Irrgarten ist 1960 in dem Band Sieg über die Dämmerung veröffentlicht worden. Entnommen haben wir sie der von Lutz W. Wolf zusammengestellten Sammlung Das Urlaubslesebuch, erschienen im Deutschen Taschenbuchverlag. Jean-Louis Steuermann mit De Poème von Alexander Skriabin. Das waren die heutigen Radiogeschichten. Morgen zur gleichen Zeit hören Sie einen Ausschnitt aus dem Roman Das Paradies des Dr. Kaspari,
der österreichischen Autorin Andrea Grill. Gudrun Hamböck bedankt sich fürs Zuhören.